Schreibe aus der Liste diejenige Zahlen heraus, die durch 2 teilbar sind, durch 3 teilbar sind, durch 4 teilbar sind, durch 5 teilbar sind. Fangen wir dann mit dem ersten Zahl, und zwar 450. 450 endet mit einer 0, das heißt, 450 ist durch 2 teilbar. 450 ist auch durch 5 teilbar. Die Zahl 450 besteht auf 3 Ziffern, und zwar 4, 5 und 0. Die Summe ihrer Ziffern ergibt dann 9. 9 ist ein Vielfaches von 3. Das heißt, 450 ist durch 3 teilbar. Nächste Zahl, 709. 709 erfüllt keine Teilbarkeitsregel, die wir bisher gesehen haben. Springen wir dann zu der nächsten Zahl, und zwar 6516. 6516 endet mit einer 6. Das heißt, sie ist dann durch 2 teilbar. Die letzten beiden Ziffern von 6516 ist 16. 16 ist eine Vielfache von 4. Das heißt, 16 ist durch 4 teilbar, und somit ist auch 6516 durch 4 teilbar. 6516 besteht auf 4 Ziffern, und zwar 6 zweimal 5 und 1. Die Summe ihrer Ziffern ergibt dann 6 plus 5 plus 1 plus 6. Das ergibt einfach mal 18. 18 ist ein Vielfaches von 3. 18 ist dann durch 3 teilbar, und somit ist auch 6516 durch 3 teilbar. Nächste Zahl, 101.010. Diese Zahl endet mit einer 0. Das heißt, diese Zahl ist dann durch 2 und 5 erstmal teilbar. Die Summe ihrer Ziffern ergibt 3. 3 ist durch 3 teilbar. Diese Zahl ist auch durch 3 teilbar. Nächste Zahl, 321.000. Diese Zahl endet auch mit einer 0. Das heißt, diese Zahl ist auch durch 2 und 5 teilbar. Die Summe ihrer Ziffer ergibt 3 plus 2 plus 1 gleich 6. 6 ist eine Vielfache von 3. 6 ist dann durch 3 teilbar, und somit ist auch 321.000 durch 3 teilbar. Nächste Zahl, 22.222. Diese Zahl endet mit einer 2 und ist somit durch 2 teilbar.